Liebe Münzfans, willkommen bei MDM. Wir haben euch heute wieder eine neue Münzausgabe aus Deutschland mitgebracht. Sicherlich keine Überraschung, viele von euch werden sie schon kennen, vielleicht auch bei uns gesehen haben. Die 5-Euro-Münze des Jahres 2021. Die polare Zone. Hier zu sehen in der Ausgabe Stempelglanz, das ist die, die man auch bei den Banken bekommt. Und wir haben uns aus unserer Logistik mal ein Exemplar rausgepickt, ein Paket aus dem Prägestandort Karlsruhe. Für euch zu erkennen am Prägezeichen G. Ich verrate euch mal, diesen Anblick finde ich immer mit am schönsten. So, da ist sie also im Close-Up, unsere 2021er Ausgabe Polare Zone. Frisch ausgegeben am 9. September ist der violette Polymerring die fünfte und letzte Ausgabe der Münzserie Klimazonen in Deutschland. Das Motiv entschuldigt, stammt wie in der letztjährigen Ausgabe So Polare Zone von Nathalie Thekampe zu erkennen, oben auf ca. 10 Uhr der Motivseite an ihrem Künstlerkürzel. Die technischen Parameter sind exakt, wie ihr sie auch schon von den anderen Münzen kennt. Wir reden also von einer Kupfer-Nickel-Münze mit dem Polymerring bei einem Durchmesser von 27,25 mm und 9 Gramm Gewicht. Auch hier teilen sich alle Prägestätten die Auflage von insgesamt 3 Millionen in der Qualitätsstempelglanz. Das ist bereits seit 2018 so. In den zwei Jahren zuvor hatten die Stempelglanzmünzen noch eine 2 Millionen Auflage. Die Spiegelglanz oder polierte Platte Ausgabe, die für gewöhnlich kurze Zeit nach der Stempelglanzausgabe kommt, wird dann wieder eine geringere Ausgabe von maximal 400.000 Stück haben. Das Motiv, ganz klar, auch das kennt ihr aus den Vorgängerausgaben der Serie bereits, bildet nicht nur in der Ringfarbe, übrigens auch in unterschiedlichen violetten Nuancen, Farbnuancen, die Prägestätte ab, sondern symbolisiert natürlich auch ein Stück weit die Klimazone selbst. Und hier mit dem Violett reden wir also von der wirklich kühlen, meist unter dem Gefrierpunkt liegenden Arktis und Antarktis. Motivseitig bis in die submarine Perspektive vom Seeleopard, der hier unten über dem Begriff der Klimazone schwimmt. Im Vergleich, ihr wisst ja, dass bei den bundesdeutschen Münzen jeweils Künstlerwettbewerbe ausgeschrieben werden, um das finale Motiv der Münze zu finden. In dem Fall haben sich die meisten Wettbewerber im Gegensatz zu Nathalie Thekampe auf eher typische und noch bekanntere Tiere wie den Eisbären oder auch Pinguine gestürzt. Geworden ist es, wir sehen es hier, der Underdog, der Seeleopard. Auch wieder mit viel Freiraum im Motiv. Auch das ist kein Novum dieser Ausgabe. Das haben wir schon häufiger gesehen. Gerade weil es ja hier auch darum geht, den Polymerring eben als Bindeglied zwischen Pille und Ring clever und geschickt einzusetzen, ohne dass es einen allzu großen Bruch im Motiv gibt. Schauen wir noch mal kurz auf die Wertseite. Die stammt von Stefanie Radke und ist euch natürlich längst ein Begriff, weil sie die gesamte Serie bereits seit 2017 begleitet. Dann gucken wir mal. Das ist also die polare Zone von diesem Jahr. Was wir noch so haben. 2016, der Start, Planet Erde. Gefolgt von der ersten Klimazonenmünze, tropische Zone mit dem roten Ring. Weiter ging es mit vielfältigen Orangenuancen in der subtropischen Zone. Bevor es 2019 in der gemäßigten grün wurde. Ebenfalls ein Teekampe-Motiv aus dem Vorjahr, die subpolare Zone in Türkis. Und hier nochmal der Star des heutigen Abends, die polare Zone mit dem violetten Ring. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst Herzchen und Daumen da, abonniert gern unsere Kanäle auf Instagram, Facebook und YouTube.
Und jetzt viel Spaß mit der neuen Münze.